Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Brothers A Tale of Two Sons. Wir sind gerade hier an dieser Schildkröte gelandet und wollen ihr versuchen zu helfen. Kann der andere Junge denn... Ja. Mal sehen, vielleicht können wir sie ja irgendwo hintragen. Da ist noch eine. Zack. Ah, so ist das also gedacht. Wie süß. Guck doch mal. Ist das niedlich? Aber eine fehlt, glaube ich, noch, oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Räuberleiter? Ja, da ist noch eine. Das kriegst du auch allein hin. Ja, rutschen. Das finde ich süß, diese kleinen Nebenaufgaben, die man hier machen kann. Die eigentlich überhaupt nichts mit der Story oder mit dem Weg, den wir gehen wollen, zu tun hat, aber haben, aber die halt einfach süß sind. So. Schildkrötensuppe. Ach, wie nett. Heißt der Erfolg. Schildkrötensuppe. Tschüss, Schildkröte. Ja. Das ist ja fast so ein schönes Gefühl, wie einer alten Frau über die Straße helfen. So. Ja, hier müssen wir wieder klettern. Diesmal habe ich es sogar simultan geschafft. Yay. Oh oh. Das klingt nicht gut. Eingefrorene Menschen? Och nö. Eine Säge. Müssen wir bestimmt benutzen. Das hat jetzt was gebracht? Hm. Die haben hier wohl mal irgendwie Holz gesägt. Holz geholt, wie auch immer. Jetzt hier mal die Aussicht genießen. Ah, die beiden sind ganz schön dünn angezogen für das Wetter. Okay, es ist jetzt nicht so spannend. Jetzt aber wie hoch? Nee. Hier ist wohl Schluss. Tja, was hat das jetzt gebracht, das Ding abzusägen? Jetzt ist das doch... Ach so. Malia. Können wir die Säge bestimmt mitnehmen, von da oben. Yep. Da sind das wohl die Schildkröten, die diese Geräusche da machen. Ich hoffe es. Säg, säg, säg. Muss ich denn irgendwie die Richtung? Nee. Da sein könnte, dass ich irgendwie die Richtung noch
festlegen muss, wie sie da drüber läuft. Die ist ja richtig akrobatisch, die Frau. Und ein Bergdorf. Da sehe ich da links. Mein Gott, wie weit sind wir jetzt schon gereist? Ich hoffe, dass das lohnt sich hinterher auch. Dass die Kleinen es schaffen, ihren Vater zu retten. Ach du Schande. Hat die irgendwie einen plötzlichen Schneesturm erfasst? Oder warum sind die alle eingefroren? Ein Katapult. Ah, da, ja. Richtig. Also das scheint mir ein Hebel zu sein, aber den kann ich nicht benutzen. Okay, schieben. Oh. Was hat sie vor? Nee. Oh Gott. Wenn sie meint. Das ist bestimmt angenehm darüber geschossen zu werden. Immerhin hilft sie. Okay. Halt nicht zu weit auseinanderlaufen hier. Das Bergdorf erinnert mich gerade voll an der Hobbit Smaugs Einöde. Oh. Was? Ein unsichtbarer Riese. Oder was? Also ich habe gerade die Schritte von dem Viech vibriert gerade, lassen gerade den Controller vibrieren. Ah, okay, wir müssen auf die rechte Seite. Und dann wahrscheinlich die Tür da aufmachen. Aber wie kommt die andere mit? Die muss doch mit rüber, oder? Ach, die springt einfach. Alles klar. Eine bärenstarke Frau. Was? Wow. Okay. Cool. Müssen wir uns jetzt öfter vor dem verstecken? Okay. Dann mal los. Oh, ist das hoch. Oh, ist das hoch. Jetzt müssen wir uns bestimmt wieder verstecken. Ja. Bestimmt hat der gepustet und hat alle eingefroren. Oh oh.
Vielleicht hat er so einen Atem, so einen Frostatem. Was hat sie gemacht? Okay, die Tür auf. Sind wir hier drin jetzt wohl sicher? Ich bezweifle das noch. Er folgt uns auf jeden Fall. Er hat uns gesehen. Wow. Wow. Schnell, schnell, schnell. Wow, wow, wow. Action. Okay. Oh, wie der Controller gerade am Wackeln ist. Hat er wohl eine Freundin gefunden? Der Kleine ist direkt das fünfte Rad am Wagen. Okay, weiter geht's. Eine kleine Liebesgeschichte hat sich hier wohl noch entwickelt. Oh, Nordlichter, schön. Sieht toll aus. Naja. Tia Lila. Ta hon. Ta. Was will er denn jetzt? Tia Ma. Ila Naya. Ila. Na, Ta Ma. Mabadi. Achso, er will woanders lang und er sagt, nee, hier ist der beste Weg, weil die Alte ihm das gezeigt hat. Okay. Fangen sie schon an, sich irgendwie in die Haare zu kriegen da. Uah. Sieht nach Spinnen aus oder sowas. Ja. Gollum? Nee, oder? Sie ist eine Spinne. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe alles erwartet, aber nicht das. Also sie hat quasi die beiden nur in die Falle gelockt. Dann versucht mal irgendwas zu tun hier. Hin und her schwingen. Tu etwas, Junge, mach was. Okay, 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 okay. Jetzt? Da ist ein Loch. Wie? Oh nein, sie lebt wieder, sie lebt wieder, sie lebt wieder. Direkt wieder umgeworfen. Aber was muss ich tun? Vielleicht muss ich hier einmal so außen rum.
Oh, ich verstehe es gerade nicht, was ich machen muss. Muss der Große da mit rein? Geht das überhaupt? Bestimmt muss ich sie gleich noch irgendwie wie heißt das? Außer Gefecht setzen. Irgendwie. Was tut er da? Ach so. Müssen hier die Beine ausreißen. Alles klar. Alles klar. Hab's verstanden, was ich. Ich hab verstanden, was ich tun muss. Ih, das ist ja eklig. Ich hasse es, wenn man Spinnen die Beine ausreißt. Das ist so. Und zack. Ey. So, das kriegt er auch selber hin. Jetzt hat sie nur noch 3 Beine. Muss ich irgendwas machen? Mit den Beinen? Nee, liegen da einfach. Okay. Und nochmal abreißen. Wie kann sie denn jetzt noch laufen? Grausam. Und noch ein Bein. Zack. Letzte Bein auch noch ausziehen. Jetzt sind gar keine Beine mehr. Nein! Nein! Oh Gott, jetzt ist er vergiftet. Hä? Ihm geht's jetzt besser, oder was? Oder ist... Ach nee. Ich glaube, er hat nur geschlafen, geträumt, keine Ahnung. Okay, jetzt wird es natürlich langsam echt dramatisch und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann.